es gibt Essen. Thierry Bibi, Laura, Luis, kommt rein. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand geraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Spinnst du? Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab. Es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Seine Komplizin war außerdem die Vishida. Sie versteckte ihre schmutzigen Geschäfte hinter der Fassade eines glänzenden Schuhgeschäfts. Aber nebenbei arbeiteten für sie auch Kinder der Mariola wie Sklaven. Laura hatte zu mir Vertrauen gefasst. Deshalb wurde Luis von ihr getrennt und nach Marseille geschickt. Hier sollte er sich seinen Platz im kriminellen Untergrund der Kinderbanden erkämpfen. Laura und Luis hatten in ihrem jungen Leben schon mehr erlebt und erduldet als die meisten Erwachsenen. Ich wollte diese ganze verdammte Bande unschädlich machen. Das klingt vermessen, aber ich war unendlich wütend und traurig. Was machen wir jetzt? Bring dich in Sicherheit. Gute Freunde, Kollegen in Marseille. Vergiss es. Zeig mir lieber ein Stück deiner schönen Welt. Reichen dir da 2 bis 3 Stunden. Ich will wissen, warum Laura auf dich steht. Ja, Fischer. Ach, Seba. Jetzt mal ganz langsam, Sebastian, und ganz ruhig. Was ist denn passiert? Wer hat denn wen verhauen? Plötzlich waren ein paar Jungen da und griffen ihn an. Ein arabischer Junge. Ja, nein, also er war in ihr Revier eingedrungen. Und da musste ich ihm doch helfen, als sie ihn angriffen. Hätten Sie doch auch, Pater Viktor. Bitte? Es war eine Art Auseinandersetzung. Aber jetzt ist alles geregelt. Ja, Luis hat nachgegeben. Bitte? Ach nein, doch keine Schlägerei. Ich habe nämlich schon lange gewusst, dass du zu Gewalttätigkeiten neigst. Und deshalb möchte ich, dass du sofort nach München zurückkommst. Ja. Und auch meinen herzlichen Glückwunsch. Per Michel wird die Polizei einschalten oder flunkert er mich auch an. Jetzt werd nicht frech. Ich verlange keineswegs, dass du diesen Luis zum Jesuiten machst. Bring ihn zu Per Michel ins Kolleg. Ja, und pass auf dich auf. Danke, Pater Rektor. Vielen Dank. Gute Nacht. Ja, und ich pass auf mich auf. Ich sollte Luis also ein Stück meiner schönen Welt zeigen, wie er es nannte. Als erstes wollte er natürlich wissen, wie es seinem Freund Thierry Bibi ging und vor allem, wo er war. Ich musste es ihm sagen. Mein Marseille-Mitbruder Pierre Michel hatte mir die Adresse einer Anstalt für geistig Behinderte gegeben. Wir wollen zu Thierry Bibi. Ja, der ist hier. Guten Tag. Guten Tag. Gut gemacht, Frater Noster. Er hat ein gutes Leben. Was habt ihr aus Thierry Bibi gemacht? Thierry Bibi. Luis. Du bist wirklich Luis. Wie geht's dir denn? Thierry Bibi hat gewusst, dass du kommst. Thierry Bibi hat Augen, 2 Ohren und eine Nase. Mensch, klar. Es war für uns beide ein bedrückendes Erlebnis. Ich zeigte Luis ein besseres Stück meiner schönen Welt. Den Ort, an dem er jetzt leben konnte. Wenn er wollte. Unser Jesuitenkollege in Marseille. Schöne Aussicht, nicht?
anderen haben da viele Tauben untergekackt. Komm weiter. Das hier ist der Trakt in den Schlafzimmern, Schulzimmern. Also davon. Ach, Entschuldigung, müssen. Können Sie mir sagen, wie ich zum Saal da 48 Minuten? Dann müssen wir gar nicht die Treppe davon raufgehen, dann rechts. Ja. Und, ach ja, und hier unterrichtet Pierre Michel Arabisch. Komm. Luis, bleib hier. Ich verspreche dir. Nein, ich schwöre dir sogar, ich hole Laura. Ich fahre nach Mailand. Ich brauche doch nur noch Beweise. Bitte bleib hier in Marseille bei Pierre Michel. Hier bist du sicher. Was mache ich mit der Sicherheit? Nicht langweilen? Luis! Kurzo wird dich grün und blau prügeln, das hast du selber gesagt. Und? Und? Begreifst du nicht, was man mit dir macht? Mit dir, Laura und all den anderen. Was hast du aus Thierry Bibi gemacht? Red doch keinen Quatsch. Er war verletzt und noch nicht durch mich. Ich könnte auch beten, wenn ich wollte. Ach. Was kannst du, was ich nicht auch könnte? Ich kann zum Beispiel schneller rennen als du. Pater Noster, du bist ein Idiot. Du willst den Mailänder laden und Marseille Hobbs nehmen. Okay, nehmen wir mal an, es gelingt dir, bevor sie dich umgebracht haben. Es wird mir gelingen. Okay, nehmen wir mal an, du schaffst es. Was passiert dann? Was geschieht mit Laura, den Arabern und all den anderen? Glaubst du wirklich, die folgen dir wie die doofen Schafe in deine Kirche? Wir sind nur das, was wir sind. Und wenn wir das nicht sein können, gehen wir kaputt. Ich kann da unten am Tag 1000, 2000, meinetwegen 5000 Frauen verdienen. Das ist gut für den Kurzo, für die Mariola, für den Passionné, für unsere ganze Familie. Aber ich lebe auch davon. Und Laura. Du hast von unserem Leben so viel Ahnung, wie dein Papst vom Tango tanzen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich beleidigt. Ciao, Sebastian. Du bist wirklich in Ordnung. Jetzt bestimmt viele nette Leute, die Laura und mich nehmen würden. Aber soll ich in eine Schule gehen, eine Schlosserlehre machen oder vielleicht studieren? Wie stellst du dir das vor? Ich bin ich und die anderen sind die anderen. Und Laura? Ich bin das Messer und Laura ist die Gabel. Was? Vergiss es. Ciao. Was das Schlimmste ist, Luis hat recht. Es ist traurig, aber es stimmt alles. Dann soll alles so weiterlaufen? Der Kurzo, Luc, der Poissonnier sind keine Verbrecher? Natürlich sind diese Leute Verbrecher. Und sag mal, was soll aus den Kindern werden? Sie werden hier alle früher oder später große Probleme kriegen. Ach, ich könnte sie alle... Ist doch wahr. Schau. Entschuldigung. Du bist so naiv. Ich habe langsam den Eindruck, du hältst dich für einen kleinen Superman, der alles hinkriegt. Ach, Quatsch. Doch, Sebastian, so ist es. Aber Luis ist viel schlauer. Ihm ist klar geworden, dass bis jetzt sein Leben von anderen bestimmt wurde. Und es könnte auch eine andere Art von Leben existieren. Auch für ihn. Er hat viel Mut. Weiß Gott. Seine Nerven möchte ich haben. Tja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo er sich in Marseille versteckt hält. Du wirst gar nicht versuchen müssen, ihn zu finden. Warte ab. Er wird zu dir kommen. Beten? Lieber nicht. Gib mir deine Hand. Nimm mal das Glas da. Und jetzt lass es fallen.
Doch, versuch's ruhig. Lass es fallen. Darauf hätte ich allerdings nicht gewettet. Zwei Stunden mit einem stinklangweiligen Museum zu verbringen. Seit drei Tagen sind wir in Mailand und seit dem Kopf hören Sie immer so Konzepte an. Was genau dasselbe? Ich gehe hier heute gar nichts auf, Onkel. Wieso? Was soll sein, Juliane? Es sind heute weder Bettler noch Kinder auf dem Platz. Anders als sonst. Ja, da hast du recht. Das ist dann irgendwie merkwürdig. Komtesse, ich würde gerne diesen Schmuck loswerden. Haben Sie kein Interesse? Man hat mir empfohlen, mich an Sie zu wenden. Esmeralda, bedienen Sie die Dame bitte weiter. Jawohl, Contessa. Arrivederci, Contessa. Fabulosa. Du bist mindestens ebenso verrückt wie dieser deutsche Student. Louis aus den Augen. Warte. Oh, es wird brenzlig. Ich will Ihre Goldschmiedewerkstatt hier nicht auf dem Hof haben, klar? Contessa. Jetzt beruhige dich, es ist ja nicht für lange. Ich will Sie kannst hier nicht haben. Kannst du auch von den Kindern nicht so mit der Contessa reden? Ich kann doch ganz anders kosten gehen. Ich bin froh, dass es die gibt. Ja, bitte. Wollen Sie mit dem Wagen wieder weg? Ja, ich frag dich so viel. So, Käse. Der Salat kommt gleich. Du solltest dafür beten, dass dein Bruder hier zurückkommt, zur Familie. Er wird zu mir kommen, Contessa. Ganz bestimmt, aber nur zu mir. Ach, so hast du dir das gedacht. Du hältst also immer noch zu ihm, auch nachdem er uns verraten hat. Mich verrät er nicht. Dass er mich wieder befreien. Sag mal, bist du schon mit deinem Schiff gefahren, Laura? Hast du jetzt auch mit deinem Schiff nach Italien geschmuggelt, Poissonnier? Nun sag schon. Lass mich. Du bist eine raffinierte Schlange, Contessa. Wir werden sie sehr gut als Köder gebrauchen können. Und die Angel werfen wir im Hafen von Marseille aus. Ich glaube, das ist die Idee, um ihren Bruder wieder zur Vernunft zu bringen. Laura, stell dir vor, die Contessa lädt dich auf ihre Yacht ein. Auf ihre Yacht? Hui. In Mailand sind längst alle untergetaucht. Wenn ich bloß wüsste, was Louis noch alles auspackt. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Urlaub gemacht. Quatsch. Den brauchen wir alle irgendwann mal. Mist, warum gerade jetzt?
bisschen Benzin. Nicht viel. Sie hat sich aus dem Staub gemacht. Tja, Signorina, die italienische Polizei kann ihren Bürgern nicht in allen Vorschriften machen. Bis jetzt hat jeder Mann in diesem Land das Recht, selbst zu entscheiden, wann er in Urlaub gehen möchte. Aber auch Ihnen muss doch inzwischen klar sein, dass es sich bei dieser Contessa nicht um eine ehrbare Geschäftsfrau handelt, sondern um die Wischida. Ich weiß sehr wohl, dass es Gerüchte gibt. Aber das sind Gerüchte. Wenn ich mich in meiner Position auf Gerüchte verlassen würde und damit zum Untersuchungsrichter ginge, der würde mich rückwärts die Treppe hinunterwerfen. Und was ist mit den Kindern bei der Mariola? Sind das auch nur Gerüchte? Wir lassen das Haus bereits seit etlichen Wochen beobachten. Das Ergebnis ist null. Zumindest bis jetzt. Hey, Pina. Hast du den schon mal gesehen da oben? Nein, Mariola. Komisch. Da. Nimm den Kleinen und geh mit ihm runter spielen. Das wird euch gut tun. Ihr könnt beide ein bisschen Sonne gebrauchen. Zentrale, bitte melden. Mir gefällt das nicht. Ich höre immer nur dasselbe. Niente, niente, niente. Es ist alles in Ordnung. So kann man das nicht mehr sagen, Signorina.
Eine Person, die der deutschen, italienischen und französischen Polizei unter dem Namen Poissonnier bekannt ist, wurde mehrfach bei der Mariola gesehen. Bravo. Meine Kollegen und ich bringen diesen Mann mit gewissen Fakten in Verbindung. Es handelt sich dabei um ein Boot, das mit jugoslawischen Kindern vollbeladen war. Unsere Küstenwache bekam das Boot schließlich in der Nähe von Triest in die Hände. Nur einer Person, dem Poissonnier, gelang es leider zu fliehen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann war das also auch wieder nichts. Ich glaube nicht, dass man das nur so sehen kann. Die Vichida ist übrigens von Genua aus mit ihrer Yacht ausgelaufen. Das hat uns natürlich zu der Frage bewegt, wie viel Paar Schuhe muss man verkaufen, bevor man sich ein so kostspieliges Freizeitvergnügen leisten kann? Über diese Fakten hätten Sie bereits früher informiert sein können, wenn Sie Gerüchte nicht in den Wind geschlagen hätten. Ich kann Ihre Erregung verstehen, Signorina. Wir wissen auch, dass die Vichida sich nicht alleine an Bord der Yacht befindet, sondern mit dem... Ich nehme an, mit dem Poissonnier. Und der ist der Kapitän. Ja. In Genua war er anscheinend noch nicht mit an Bord. Dafür entdeckte man ein circa 10-jähriges Mädchen, eines der Adoptivkinder dieser Mariola. Ein bedauernswertes kleines Geschöpf. Heißt das Mädchen etwa Laura? Das wird sich bestimmt feststellen lassen. Nur, dass es mir bedauerlicherweise im Moment nicht gelingt, einen Durchsuchungsbefehl für das Haus der Mariola zu bekommen. Sagen Sie, Maresciallo, haben Sie auch Nachrichten aus Marseille? Ich meine Dinge, die meine Nichte und ich vielleicht noch nicht wissen. Sie verstehen. Aber ja, Frater Sebastian Krass ist unversehrt. Das wird Sie sicher freuen. Es ist mir nur nicht neu. Ich habe es vorhin am Telefon von ihm selber erfahren. Und wieso habe ich das nicht gewusst? Nicht neugierig? Nun pack es schon aus. Siehst richtig frech aus. Oh, sind die aber toll. Na und? Willst du dich nicht bedanken? Seit ich 7 bin, arbeite ich auf Rollschuhen. Laura! Das war wohl nichts. Stadt habe ich dich gesucht. Nur hier nicht. Perfekt. Vor 2-3 Jahren hätte ich dir noch den Arsch gehauen. Ich bin stärker geworden. Gut. Stark genug? Ja.
Soll ich dir sagen, wo Thierry Bibi ist? Ich weiß es. Weißt du denn auch, wo deine Schwester im Moment ist? In Mailand. Nein? Wieso? Wo ist sie dann? Spuck's aus! Ja, dann halt mal die Luft an und komm runter. Aber verletz dich dabei nicht. Red schon! Wo ist Laura? Nachdem man uns in Marseille nicht mehr will, haben wir uns mit der Konkurrenz geeinigt. Wir brauchen dich und Laura jetzt in München. München? Was soll mit deinem München? Ist dir die Yacht da? Wo? Na da. Scarpa d'Oro. Laura ist an Bord. Du hast deine Familie betrogen. Aber die Familie wird dich wieder aufnehmen. Ich habe dir sogar einiges anzubieten. Und zwar das Leben von Thierry Bibi und das von deiner Schwester Laura. Du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Deine Familie wird dich aber nicht im Stich lassen. Die Familie kannst du nie verlassen. Ich weiß nicht, wo Sebastian sich befindet. Ich hoffe für dich und deine Schwester Laura, dass du die Wahrheit sagst. Uns bisher mehr Schwierigkeiten gemacht hat als die französische und italienische Polizei zusammen? Naja, weil er das Vertrauen der beiden Blagen erworben hat. Quatsch! Weißt du, wie viele Kinder in Madrid, Marseille, Mailand oder London, Barcelona Vertrauen zu uns haben? Nee, weiß ich nicht. Eben. Das Vertrauen von Laura und Luis müssen wir wiedergewinnen. Und den Priester aus dem Weg schaffen. Natürlich ohne, dass die zwei es merken. Aber Luis wird ihn nicht verraten. Das werden wir sehen. Laura? Lass mich los! Wie geht's dir denn? Gut, und dir? Auch gut. Bist du gewachsen? Ich? Nee. Willst du deiner Schwester nicht die Stadt zeigen, Luis? Du kennst doch Maxi. Ne? Das dürfte auf den Kopf hauen. Na, lauft schon. Was willst du? Wir haben unser Versprechen eingelöst. Deine Schwester ist hier. Also. Seid um 8 wieder da. Wir gehen essen. Mann, ey. Schnauze. Was machst du denn? Ich glaub wirklich, dass die wiederkommen. Ich hab leider keine Ahnung. Lass mir ihn lieber zufrieden, sonst lebt er nicht mehr lange. Ich habe eine Idee, wir gehen baden. Ich habe eine Kiel drunter. Okay, dann komm. Komm.
Ist das deine Freundin? Nein, meine Schwester. Sapp mit der Jacke hier, dann müssen wir unsere alten ja gut Kohle haben. Ist das richtig? Meine haben kein Geld. Ja, dann weißt du ja wenigstens, was deine Eltern haben und nicht haben. Willst du? Was? Na, Karussell fahren. Ach so. Gar nicht. Haut ab. Naja. Danke. Echt stark. Vielen Dank. Das sind ja heiße Farben. Ah, oh, wunderschön. Stimmt schon. Habt ihr Lust, heute Abend ins Kino mitzugehen? Wir hatten heute genug Kino. Wir müssen jetzt gehen. Was? Jetzt schon? Ja, komm. Hier. Schenke ich dir. Findest du das so toll? Du bist schon ein komischer Typ. Ja, zieh es an und ist schon in Ordnung. Du darfst mit meiner Schwester noch eine Runde drehen, ohne dass ich dabei bin. Sag mal, was hast du denn? Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich hab noch was zu erledigen. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dann am Pier, okay? Kannst du noch mal Karussell fahren? Meinetwegen. Warum kommt dein Bruder denn nicht mehr mit? Ach, der spinnt manchmal. Sonst muss ich dich um 8 Uhr verraten. Was? Wieso? Weil sie Laura so lange quälen, bis ich dich verrate. Sie können ja einen Finger nach dem anderen brechen. Das haben sie schon gemacht. Die Wischida und der Passionier sind auch da. Das ist ja fabelhaft. Psst. Ich rufe die Polizei. Der Possenger wird sowieso von der Polizei gesucht. Und Michelle hat viele Freunde bei der Polizei. Ist doch gar kein Problem. Das machst du nicht. Was wird dann aus Laura und mir? Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Psst. Ein Orden. Was? Ein Orden. Wir können dir und Laura helfen.
Und den anderen Kindern auch. Vertrau mir. Das tue ich. Deswegen rette ich dir doch das Leben. Weißt du, was Passionär heißt? Fischhändler. Wir durften heute ganz normale Kinder sein, wie du sie kennst. Wir waren schwimmen, wir haben gespielt. Wir waren auf der Kirmes. Aber der Passionär hat uns sicher nicht von der Angel gelassen. Irgendeiner von seinen Leuten rennt hinter Laura und einem Jungen her, der meine Mütze und meine Jacke trägt. Du kannst vielleicht Thierry Bibi helfen. Der arme, dicke Dummkopf hat sowieso nie etwas verstanden. Aber dafür kann er ja nichts. Ich muss dich verraten. Schenke ich dir. Luis! Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Luis schützte seine Peiniger, um sich selbst und seine Schwester vor meiner Hilfe zu schützen. Die beiden waren noch Kinder und wussten, dass sie, so sehr sie sich auch darum bemühten, niemals normale Kinder sein konnten. Das wollte ich damals nicht einsehen. Und wo ist deine Jacke? Wo ist deine Mütze? Wo ist deine Mütze? Wo ist deine Jacke? Die habe ich in Streifen geschnitten und überall angebunden. Lass mich los! Ja, beeil dich! Ja, ich mach ja schon! Luis! Luis! Mama! Hol dir nicht so ab! Luis! Mein Mitbruder P. Michel hatte kurz einen Prozess gemacht und die Polizei verständigt. Er hatte die Faxen dicke, wie er sagte. Das war unüberlegt. Und es war gefährlich für Laura. Hey, die Bibi ist tot. Der Poissonier, du verstehst? Alle. Einen Moment mal. Ich habe ein paar Fragen. Ist dein Vorname Luis? Nein, ich heiße Klaus Brunner und das ist mein Onkel Hans. Onkel Hans. Aha. Folgen Sie mir bitte. Sagen Sie, kennen Sie diesen Jungen, Herr Kreis? Er sagt, er heißt Klaus Brunner. Und der Mann soll sein Onkel Hans sein. Sebastian. Hey, dort, die hauen mit der Yacht ab. Nein, Monsieur. Ich kenne ihn nicht. Tut mir leid. Wir müssen uns geirrt haben. Schon mal vorkommen. Was soll das, Sebastian? Auf Wiedersehen, meine Herren. Und entschuldigen Sie. Ab. Salut. Frischen Fisch mitgebracht, gell? Schnell aussteigen, eure Sachen da hinten hin. Aber schnell. Na komm, geht's. Das ist unsere Laura. Aha. Sie ist eine Expertin. Vor allem in Schmuck. Du bist die Laura. Mhm. Ja, wenn du genauso geschickt bist, wie du hübsch bist, dann bin ich voll Hoffnung, dass wir sehr gut miteinander auskommen werden. Ich heiße Rudi und bin euer neuer Papa. Eigene Kinder habe ich keine. Erzähl jetzt bloß nicht dein ganzes Leben. Du brauchst jemanden, der deinen geklauten Schmuck umbaut. Das ist alles. Wo ist Luis? Du hast versprochen, dass er kommt. Luis ist bald in München fortgeholt, gerade aus Marseille. Dann kommt Sebastian ja auch bald. Ach, der fehlt mir noch. In der Brust dieses Sebastian schlägt irgend sowas wie ein Löwenherz. Aber er ist ja ein guter Christ, da darf er uns nicht verraten. Helder! So, jetzt hört mir mal zu. Rudi ist euer Kontaktmann. Ihr sagt am besten Papa zu ihm, klar? Oder Opa. Wer ja nicht frech, gell? Und? Sollen wir vielleicht hier zwischen Obst und Südfrüchten leben, oder wie? Du bist der ganze Schlaue, du. Tante Helga, sag's ihm. Anna,
Wir wohnen alle in einer riesengroßen, schönen Wohnung, in einem riesengroßen Mietshaus, wo keiner einen anderen kennt und auch keiner den anderen kennenlernen mag. Kommt her, was für euch, da? Wir sehen, es bringt eine wahre Oase der Ruhe und des Friedens. Was? Grüß Gott. Du bist mit dieser Geschichte noch lange nicht zu Ende, Sebastian, und das weißt du. Dass dir und Laura und Luis bisher nichts passiert ist, das ist wie ein Wunder. Der Michel ist stinksauer auf mich. Er hat mich nicht mal zum Flughafen gebracht. Wenn diese Leute dich in Marseille früher gefunden hätten, dann hätten sie dich vielleicht umgebracht. Ja, schon in Mailand, Paterin. Schau mich nicht an wie ein Märtyrer. Ich bin jedenfalls froh, dass du wieder in Sicherheit bist. Ja, ich nicht. Na, das wollte ich nur von dir hören. Komm. Und jetzt rede mit, aber vorsichtig. Vorsichtig. Genau. Und da links abstecken. Und du gehst jetzt lieber und holst noch die schwarze Kiste. Na komm! Nimm's mal mit. Bringst den Umschlag zu dieser Adresse. Ich bin Spezialist und nicht ein Botenjunge. Hau ab! Du sollst lernen, mich in München auszukennen! Spinnst du? Ich verbitte dir diesen Ton! Hast du verstanden? Los, weiter! Danke. Ja, ich möchte das Polizeirevier, den Herrn Körber. Na. Vorne, links. Oh Mann, kein Schwein hier. Ja, und wo nun? Treppe links hoch und dann in den schwarzen Hühnerstall. Danke. Thank you.
Ich warte schon eine Stunde auf dich, sonst kommst du noch immer um 8.20 Uhr. Hey, wie geht's? Ich freu mich. Aus allem geht es so lange gut, solange du deinen Mund hältst. Hm? Bitte. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, kleiner Priester. Im Kurze bist du ja scheißegal. Ach, was ist schon Angst? Solange du nicht stolperst, musst du auch keine Angst haben. Warum hast du uns denn was ja nicht bei der Polizei verraten? Weil ich ein Heiliger bin, Luis. Ich habe euretwegen gelogen. Wo ist Laura überhaupt? In München. Was? Naja, der Postini braucht seine besten Leute. Laura und mich. Mitgefangen, mitgehangen. Du hast in Marseille die Schnauze gehalten, also wirst du auch jetzt nicht die Klappe aufreißen, klar? Der Postini rechnet mit dir. Red doch nicht so einen Quatsch. Nie war oder bin ich jemand, mit dem der Postini rechnen kann. Ich wollte Laura nicht in Gefahr bringen. Du musst doch mal zuhören können. Hat dir es noch keiner gesagt? Es gibt zwei Möglichkeiten für Laura und mich. Wir bleiben, was wir sind. Diebe, Spezialisten. Dann haben wir eine Wohnung, anständige Papiere, jemand, der auf uns aufpasst und uns beschützt. Oder wir machen uns selbstständig. Klauen weiter, haben kein Passionné, kein Kutzo und gehen vor die Hunde. Nur das, was du willst, Sebastian, das ist Kacke. Bald gehst du nämlich als 14-Jähriger nicht mehr durch und fällst beruflich auf die Schnauze. Dann hast du sofort die Polizei auf dem Hals. Wenn diese Jungs und Mädchen hinfallen, holen sich nur blutige Knie. Immerhin leben Laura und ich ja noch. Und das ist in unseren Kreisen schon eine große Leistung. Der Kurze, euer Kettenhund, ist doch auch hier in München. Grüß ihn von mir. Sag ihm, ich habe das Handtuch geschmissen, weil du sagst, dass ihr nicht mehr zu retten seid. Sag ihm das. Er soll auch mal was zu lachen haben. Achtung!